Drei Wochen auf Diät, wie fühlst du dich? Ich fühle mich eigentlich ganz gut, Training gut absolviert. Ich habe noch nie so gut trainiert wie jetzt. Die ganzen PTs haben das auf jeden Fall jetzt noch so ein bisschen perfektioniert. Kurze Lagebesprechung mit dem Leon, wie die Woche lief, wie sich das Gewicht entwickelt hat und dann ging es ins Eingemachte. Bullshit auf dem Plan heute, Latzug. Schauen wir uns als erstes an. Die erste Übung sah grundsätzlich gut aus, manchmal ein bisschen holprig, aber das ist völlig normal beim Wiederreinkommen. Das Einzige, was man hier verbessern könnte, ist, dass man die Arme enger am Körper heranführt. Und zieh die Stangen mal viel enger an deinen Körper. Okay, jetzt zieht es noch mehr. Ja. So ist besser. Ja, enger am Körper, ne? Aha. Oh. Jawohl. Mega. Da kommt ein richtiges Grinsen in mein Gesicht. Warum? Weil du da kämpfen bist. Nice. Ja, ist echt richtig geil. So, wir gehen jetzt einmal in die Rudervariante. Bisschen breiter greifen, denk dran. Es geht nur um die Schulterblätter und die Ellbogenposition. Ein guter Indikator für die richtige Sitzposition bei dieser Maschine ist vor allem in der Endposition, wenn der Arm mit dem Griff in einer Ebene verläuft. So gesehen als Verlängerung zu betrachten. Oh, da sieht man schön, wie die Schulterblätter arbeiten. Weiter. Sehr gut. Genau so. Jawohl. Ja, Mann. Das ist Grinden. Genau so. Grinden. Dann, wenn es nicht mehr geht, wenn die Wiederholungen langsamer werden, dann noch rausholen. Sehr gut. Digga, ohne Musik ist katastrophal. Von der Motivation her, also es gibt auf jeden Fall jetzt schon mehrere Tage, wo man sich so denkt, so, ey, gar keinen Bock. Und dann denke ich mir, okay, ich bin in der Challenge, so. Genau das gehört dazu und wenn ich jetzt so nicht durchziehe, dann wird es keine guten Ergebnisse bringen. Einzige, was mich halt ein bisschen abfuckt, ist das Gewicht und so. Das schwankt ja noch so ein bisschen rum. Bevor du anfängst, stopp, leg nochmal ab. Wir drehen ihn einmal um. Denn wenn man die Arme in die Supination bringt, das heißt, ihr dreht die Handflächen nach oben, merkt ihr, dass eure Ellbogen automatisch nach innen wandern. Bedeutet, in dieser Position fällt es uns leichter, den Zug enger am Körper zu führen, was für mehr Latissimus-Aktivierung sorgt. Und was ihr nicht seht, du hast sogar weggenommen. Warte. Steh mal auf. Ich habe extra hier gerade eine Scheibe hingelegt. Digga, ich dachte, was machst du, Alter? Doch, da setze dich bitte drauf. What the fuck? Damit wir im Ellbogen quasi weniger Flexion haben. Das heißt, der Bizeps arbeitet weniger mit, wenn wir höher sitzen. Und der Winkel im Ellbogen etwas größer ist. Dehnung und Schulterblätter runter. Jawohl, sehr gut. Schulterblätter runter. Mehr in die Dehnung, komplett, dass die Arme fast zusammen sind. Oh, okay. Jawohl. Jawohl, genau. Gut. Merkst du auch gut, ne? Ja. Genau. Zum Schluss hast du bis die Handgelenke müssen so gerade halten. Auch schön ausstrecken, ne? Schön dehnen. Komm. Ändern wir jetzt irgendwas? Ich würde vorschlagen, dass, damit hatte ich ja schon ein bisschen geliebäugelt, dass wir an den Rest Days zusätzlich Cardio implementieren. Einfach aus dem Grund, um die Aktivität zusätzlich noch so ein bisschen zu erhöhen. Und gerade am Anfang kann man immer ein bisschen aggressiver in das Ganze reingehen. Das ist erstmal ein guter Ansatz. Okay, let's go. Schiri. Ein Zeichen, woran ihr immer erkennt, dass ihr im Bergheim seid. Bei einem normalen Fußballspiel einfach Polizeiauto da. Ich kann's nicht. Digga, soll ich machen? Mach du besser. Ja, bleiben wir doch lieber beim Bodybuilding. Basketball wird in diesem Leben nichts mehr. Okay, ein. Scheiße. Wenn ihr den Gova supporten wollt, dann natürlich mit dem Code ROCKY. Aktuell bekommt ihr bei Smilodogs 20% auf alles und jeder Zipper, Hoodie und jede Jogginghose kostet nur 25 Euro. Gerne abchecken, den Link findet ihr in der Beschreibung. Aktuelles Gewicht? 99 heute, genau, glatt. Form sieht schon für 5 Wochen passabel aus. Ich meine, wir haben jetzt in der Offseason aufgepasst, dass du nicht zu fett wirst. Circa ein Jahr Zusammenarbeit, vor allen Dingen an den Beinen, wow! An den Beinen, wollte ich gerade sagen, gearbeitet. Das sieht sehr, sehr vielversprechend aus. Digga, das sieht echt vielversprechend aus. Wir haben auf jeden Fall im Vergleich sehr, sehr gut aufgebaut, was die Beine angeht. Das bin ich, also muss trotzdem noch besser, aber... Man munkelt, Pläne funktionieren.
Krass. Man könnte sagen, Coach Pinkfuss. Neben dem optischen Erscheinungsbild spielt die Präsentation auf der Wettkampfbühne eine große Rolle. Darunter fällt neben dem Posen die Ausstrahlung sowie das Verhalten on stage. Im Front-Line-Up, also die erste Pose, die man auf der Bühne sieht, hat der Alex Probleme, die Spannung in den Beinen zu halten. Daran haben wir als erstes gearbeitet, sind dann nach und nach die anderen Symmetrieposen durchgegangen. Grundsätzlich kann man sagen, dass es darauf ankommt, die Mittelpartie immer so schmal wie möglich zu halten und dann im Unterkörper und Oberkörper so viel Fläche wie möglich zu zeigen. Zudem kann man ein und dieselbe Pose auf sehr viele verschiedene Arten stellen. Das hängt dann von der jeweiligen Präferenz ab, also welche Stärken und Schwächen hat der Athlet. Okay. Und dann Zickzack anspannen. Luft raus, eincrunchen. Ja. So, guck mal, wie geil das aussieht. Na, wenn die Apps noch besser durchkommen. Ja. Und permanent Rectus, Rectus, Rectus. Nicht verlieren. Ja. Okay, dann. Digga, schon am Schnaufen. Du musst üben. Üben musst du jetzt schon. Jawohl. Und nach vorne. Durchdrücken, richtig. Und Bauch. Und da kannst du dich auch schon groß machen und nach vorne lehnen. Ne? Und eincrunchen. Und jetzt Crunch. Nach vorne. Jawohl. Ja. Und den Arm dann nicht hinten verstecken, bring ihn hier hin. Komplett durchdrücken und jawohl. Genau, guck mal. Geil. Also so eine Art. Genau, ja. Sehr, sehr gut. Okay, relax. Jawohl, das sieht gut aus. Das erste Mal eine richtige Wettkampfsimulation gemacht. Was sagst du? Ultra anstrengend. Also anstrengender als gedacht. Und das zeigt mir, woran ich arbeiten muss. Vieles. Mhm. Ja, sehr, sehr viel. Deswegen sage ich ja besonders jetzt zur Anfangszeit, dass man alle so eine Routine schafft in den Bewegungen. Also vor allen Dingen als Hausaufgabe nochmal hier für dich. Gucken, in welcher Pose du die Muskeln wie viel anspannst. Footwork haben wir gesagt. Und dann noch die Posen richtig stellen, anspannen. Manchmal verlierst du so ein bisschen Spannung im Rektus. Das ist ja das, wo du am meisten Probleme mit hast. Und atmen. Atmen. Ja. Der stellt die Pose am Anfang. Nicht so Junge, atme. Das ist anstrengend, ja. Genau, Hausaufgaben stehen. Form passt soweit. Check-in von dir kommt morgen. Das heißt, ich schaue mir morgen nochmal im Verlauf an, ob wir da Kalorien anpassen müssen. Ich denke schon ein bisschen, weil vor allen Dingen im Beinbereich hast du relativ viel Fett hängen, auch wenn es jetzt nach Dänemark geht. Aber ich denke, das wirst du schon ziemlich gut umsetzen. In dem Sinne, lasst ein Abo da, damit ihr die Reise weiterverfolgt mit dem Alex und drückt ihm die Daumen, dass alles weiterhin so reibungslos läuft. Yes, sir. Peace. Gut. Ciao.